haben nur das hier gekauft. Und sonst nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich konnte heute ein bisschen früher von der Arbeit gehen und habe gerade frisch geduscht. Meine Haare sind nicht fettig, die sind ein bisschen nass. Ich werde jetzt losfahren und Becky abholen gehen und dann werden wir zusammen in einen Zooladen fahren. Davon haben sich sehr viele Leute schon sehr lange ein Video gewünscht und heute werde ich das machen. Wir gehen in den Zooladen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf oder nicht, deswegen sage ich es einfach mal lieber nicht. Aber ihr wisst ja, was es so für Tierzooläden gängig und sehr groß und beliebt gibt. Und in einen von denen werden wir heute gehen und einfach der Akku war leer. Wir werden in einen von diesen Zooläden einfach mal gehen und ein bisschen rumschauen, was es da so gibt, wie es aussieht. Wir werden in den Zooladen hier in unserer Gegend einfach fahren, wo wir früher auch waren. Und ich war ernsthaft schon 10 Jahre oder länger nicht mehr dort. Es kann sein, so, ich weiß nicht, zwischen 9 und 11 Jahren ist es her, dass ich das letzte Mal dort war. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wie sich das verändert hat, was es dort alles gibt, wie groß der überhaupt ist, weil vor 11 Jahren war ich ein Kind. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es aussieht, was das gibt und alles einfach. Und ja, jetzt werde ich aber erstmal losfahren und Becky abholen. Warte kurz, nimmst du kurz die Kamera? Ich habe abgeschlossen. Ja, ich muss kurz meine Tasche zumachen und den Autoschlüssel reinmachen. Oh, hier hat es mal ein bisschen mehr Sachen als in den anderen Läden. Oh, ist das das, was du hast? Nee. Ah, okay. Aber es sah so ähnlich aus. Ja. Also mit nicht ganz so vielen. Ja, weil Becky hat nämlich 2 Hamster bekommen. Die sind so süß. Ja. Original, das Häuschen hatten Benny, Maya und Amelie früher. Und ich glaube, das hatte ich auch. Das habe ich denen auch gekauft. Genau, da war noch hier diese Brücke dran. Aber es hat halt nur einen Eingang, ist ein bisschen ungeschickt. Oh, die finde ich auch toll. Aber so eine habe ich noch zu Hause, aber in so einem Holz. Oh, das hat 2 Eingänge. Aber ich glaube, das hier ist eher für Meerschweinchen. Das ist eine Nummer kleiner. Ah, oh, das finde ich toll, weil hier kannst du drin Heu reinmachen. Das ist wie so ein Heutunnel. Oh, Beck, guck mal, hier hat es so Hamsterräder. Eine Nummer kleiner als deins. Hätte ich meins nicht schon gekauft. Oh, sowas hast du doch. Ja, genau. Ja. Hihi. Ja, gibt's übrigens nicht mehr zu kaufen und die werden nicht mehr hergestellt. Das heißt, wenn du irgendwann einen Hamster willst, dann kaufst du die so. Weil sonst wird so viel Plastik. Ew. Ja, weil ich hatte auch überlegt, mir einen Hamster zu holen, wenn ich das neue Gehege baue. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin mir da jetzt, habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden. Deswegen nehme ich jetzt mal keins mit. Oh. Tunnel, Spieltunnel. Aber das ist auch wieder so mit so Plastik. Irgendwie, da bin ich nicht so der Fan von. Ich mag so natürliche Sachen. Okay, ist jetzt doch nicht so eine riesige Auswahl. Oh, guck mal. Das ist ja lustig. Oh, hier ist Grainless, die Firma. Oh, 5 Euro für die Teile. Ich glaube, da nehme ich mir was mit. Hier so Petersilienkräuter. Aber Kräuter habe ich gerade zu Hause. Das habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Die habe ich noch. Was ist denn das hier unten? Ein Knabbernapf. Hier ist so ein bisschen Heu und Stroh und Einstreu. Erlebnisstreu zum Wohlfühlen, okay. Erlebnisstreu habe ich auch, wenn ich einfach Einstreu reinmache und dann ziehen die das Heu raus. Dann ist Einstreu und Heu ist auch Erlebnis-Einstreu. Oh, was ist das denn? Laufplateau. Ah, hier für so Chinchillas bestimmt interessant. Viel schöner aus, als die das dann im Endeffekt nutzen. Ich weiß es nicht. Habt ihr Hamster und wenn ja, nutzen die so einen Hamsterspielplatz oder umgehen die das nur? Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Solche Streuproben, Pelletproben. Habt ihr so Pellets? Also ich bin irgendwie da nicht so der Fan von. Allein schon, weil es nicht so schön aussieht. Ich nehme immer Einstreu. Das ist so, weiß nicht, es ist einfach weicher und angenehmer, denke ich mal, auch um sich hinzulegen und da reinzukuscheln. Ja, hier hinten hat es auch noch ein paar Sachen. Aber ich glaube, ah, hier ist Grainless. Ah, die sind hier viel billiger als in dem anderen Laden. Die sind über 1 Euro billiger. Oh, die sehen ja cool aus.
Holzsticks mit so Karotte drumrum. Aber leider sind ja, wie wir wissen, meine Meerschweinchen jetzt nicht so die Karotten-Fans. Oh, so eine Glocke hatte ich mal, die war aber ein bisschen anders. Das war so eine Luzerne-Glocke, glaube ich. Und die haben sie geliebt. Was haltet ihr eigentlich hier von sowas? Vitamintropfen oder Vitamingranulat? Ich weiß nicht. Boah, schaut mal, ich habe hier so eine knappe Holzrolle gefunden. Wenn die leer haben, kannst du die ja immer wieder verwenden. Und da, weiß ich nicht, oben und unten ist die offen und da an der Seite Gras-Löwenzahn reinmachen oder Heu. Und hier sowas habe ich gefunden. Kann ich an zwei Haken hängen einfach und das ist dann so eine Rolle, also das rollt dann so. Oder hier auch ein Futternapf, also das ist ein Napf aus Holz einfach. Und das sowas mag ich ja mal richtig. Okay, ich stecke jetzt in der Zwickmühle. Einmal habe ich hier dieses Haus, die haben beide nur einen Eingang, aber ich würde halt noch einen zweiten reinsägen, hier an die Seite oder so. Das ist einmal dieses Haus hier und dann einmal dieses Haus hier, einfach komplett unspektakulär. Aber hier sind zwei Löcher drin und hier drinne liegt noch eine Heuraufe, die man dann so vorne dran anschrauben kann. Das heißt, die Meerschweinchen hätten nochmal eine zusätzliche Heuraufe und eine zusätzliche Heufutterfressmöglichkeit. Und ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Okay, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich zeige euch einfach mal kurz, was ich gekauft habe. Ich habe mich für ein Häuschen entschieden und zwar habe ich einfach diese Standardhäuschen hier genommen mit leider nur einem Eingang. Aber ich habe noch eine Säge hier, die ich ausgeliehen habe und damit könnte ich hier nochmal einen zweiten Eingang reinsägen. Und Rebecca, zeig her. Tada! Ja, ich glaube mit dem großen nach oben, ja. Genau, dass man... Warte, hier sind schon Löcher vorgesägt, muss man die nur reinschauen. Tadadada! Kann man hier eine Heuraufe dran machen. Das habe ich ja im Laden schon gezeigt. Aber jetzt seht ihr es nochmal so halb richtig. Ich finde diese Häuser voll schön mit diesem naturbelassenen Holz. Blöd ist halt, dass man das jetzt nicht lackieren kann, damit die halt urinunempfindlich werden oder unempfindlicher. Aber... wir werden sehen, wie lange sich das hält. Säg's doch nicht so klein ab, ey. Die arbeiten so gut wie wir. Tipp und Zeig. Ist echt so. Ja, von innen kann man es auf jeden Fall lackieren. Nur von außen wird es halt schwierig. Aber eigentlich sollte es ja von innen reichen, oder nicht? So, dann habe ich noch ein paar Sachen zum Fressen gekauft. Hinter mir steht hier noch diese kleine A. Dieser kleine Karton voll mit Kräuterproben. Im vorigen Video habt ihr das gesehen, wie ich die Meerschweinchen das habe probieren lassen. Das habe ich nach diesem Video gedreht, deswegen steht das alles noch so schön da hinten. Und deswegen habe ich auch keine Kräuter. Das heißt, du hast es noch gar nicht gedreht. Noch nicht! Deswegen habe ich jetzt keine Kräuter oder irgendwas gekauft, weil ich hier einfach eine ganze Kiste voll habe. Ich habe aber, weil einige Sachen in diesem Zooladen wesentlich billiger waren als in dem anderen, der hier näher ist und kleiner, ein paar Sachen noch mitgenommen, wo ich weiß, die mögen sie gerne. Und auch ein, zwei Sachen, die sie noch nicht kennen und die ich gerne ausprobieren möchte. Eine Sache, die sie sehr gerne mögen, sind diese von Grainless, diese, wie nennt man die denn? Knabberstangen? Genau, diese Knabberstangen. Mir fehlen heute die Porsche. Das hier ist Gänseblümchen-Kornblume, glaube ich. Die habe ich bisher immer nur gekauft und da weiß ich, dass sie die extrem lieben. Bei den anderen muss ich auch ausprobieren. Ja, werden wir sehen, ne? Als zweites habe ich hier so eine Knusperglocke. Ich hatte schon mal eine Glocke, das war so eine Luzerne-Glocke. Und die haben, ich glaube innerhalb von zwei Tagen oder so gefühlt, war die einfach leer. Die haben die einfach verschlungen. Das ist jetzt so eine Löwenzahnglocke, die gab es auch mit Karotte, aber die Meerschweinchen stehen ja leider nicht auf Karotte, wie wir wissen. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Video noch machen werde oder ob ich es im nächsten Video dann aufhängen werde. Ich werde aber gleich auf jeden Fall noch was reinlegen und ausprobieren, wie sie es mögen, wie sie darauf reagieren. Und ja, dann kann ich die aufhängen und dann kann die gegessen werden. So, als vorletztes schon habe ich von J.R. Farm, weiß ich nicht, wie man das ausspricht, Junior Farm heißt es auf jeden Fall nicht, wie ich schon mal gesagt hatte, habe ich hier so einen kleinen Holzstamm gekauft, so eine Knabberholzrolle steht dran. Die ist oben und unten auch offen, hat an der Seite so ein Loch
Und ich finde das cool, wenn das dann leer ist, kannst du da einfach Heu oder Gras und Löwenzahn oder was auch immer reinmachen. Das heißt, das wird nicht einfach gefressen und ist leer, sondern du hast sehr lange was davon, weil du es halt immer wieder befüllen kannst. Als letztes habe ich hier solche Knusperkugeln mit Paprika. Finde ich eigentlich voll cool. Ich habe noch nie irgendwas mit der Geschmacksrichtung Paprika irgendwo gesehen. Solche Knabber-Knusper-Sachen oder so. Die sehen so aus. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie bei allen Sachen, die sie noch nicht kennen, noch nicht hatten, wie sie das mögen werden. Ich glaube, davon lege ich ihnen gleich mal eine rein. Jetzt habe ich ihnen gerade aber Gras und Löwenzahn gegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob die da so Bock jetzt auf was anderes haben, weil das gab es halt schon länger nicht mehr, ne? Winter und so. Wir haben nur das hier gekauft. Und sonst nichts. Auch ohne Schrauben. Das wird einfach reingelegt. Ohne Heu. Das ist zum Knabbern. Ja. Dazu erzählt das, weißt du, das mit den Kräutern. Das kommt in, das in dem Video, das nach diesem Video kommt. Nee, das Video kommt davor, aber ich hab's halt jetzt noch nicht gedreht. Wieso? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, aber ich bin da gerade am Schneiden. Dann wird ein Video online kommen, wie ich die Sachen da bepinsel und diesen Kräuterheu mache. Und dann wird dieses Video online kommen. Okay. Also 3 Wochen. Ich sag so. Und hast du gesagt, ja, das kommt aber. Oder das kommt vor diesem Video oder so. Heißt das, du schaust alle meine Videos an? Nein, nee, nicht regelmäßig, aber halt immer wieder. Schauen wir mal, hier stehen die. Ist irgendwie, haben die den Spitzwegel nicht einfach hier liegen lassen. Ich stelle jetzt einfach mal hier kurz die Sachen weg. Dann stelle ich das mal da hin. Oh, so ein süßes kleines Häuschen hier. Ist sehr gut angekommen und Ellie hatte es gleich schon für sich vereinnahmt. Und diese Paprikabälle haben sie jetzt ja auch gerade bekommen. Und die kommen auch voll gut an eigentlich. Jeder ist am Fressen und happy. Ja, genau, happy. Damit würde ich auch hier dieses Video wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da habe ich schon etliche andere Videos hochgeladen. Meerschweinchen-Videos oder auch mal andere Videos, was ich so unternommen habe oder was ich mal gebacken habe oder gekocht habe oder so. Das mache ich nämlich auch voll gern. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.